Guten Morgen zusammen. So, heute nehme ich euch mal mit in unser schönes Nachbarland, in die Niederlande, sprich Holland. Wir fahren gleich nach Enschede zum Shoppen, einfach weil wir mal wieder Lust darauf haben, ausgiebig zu bummeln, in Ruhe zu bummeln und das Ganze eben bei freier Luft. Denn in Holland gibt es keine Maskenpflicht in den Geschäften. Da gilt zwar die Abstandsregel genauso wie hier, was ja auch in Ordnung soweit ist. Wie das dann umgesetzt wird, wird man sehen. Aber ich bin da ja recht angstbefreit. Von daher, ich freue mich einfach drauf, weil wenn ich hier in die Geschäfte gehe und muss die Maske aufsetzen, dann ist das nach einer Zeit einfach nicht mehr schön, weil in den Geschäften auch noch ganz andere Luft herrscht als zum Beispiel im Besucherzentrum der Meyerwerft, wo wir auch länger mit Maske unterwegs waren, oder auch im Miniaturwunderland. Das war auch schon nicht angenehm, aber irgendwie ist das in den Geschäften noch mal schlimmer und da macht das Bummeln einfach keinen Spaß. Und von daher freue ich mich heute auf Enschede. Das ist nicht so weit von uns, aber wir waren trotzdem schon sehr lange nicht mehr da. Ja, das Wetter ist top und dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Angekommen und sind hier in einem Parkhaus ziemlich citynah. Da kostet ein Tagesticket 7,50 Euro. Und guck mal, das ist hier voll schön gestaltet mit so Wandbemalungen. Ist wirklich schön gemacht. So, ich zeige euch jetzt mal was. Da vorne sind wir rausgekommen. Das ist das Parkhaus, wo wir, wie gesagt, Tagesticket 7,50 Euro. Wir hatten uns eigentlich im Internet schon ein stadtnahes ausgesucht. Das wäre das hier gewesen. Und da hätte ein Tagesticket 15 Euro gekostet. So, und wir sind hier jetzt auch schon direkt. Da drüben fängt dann auch wohl schon der Markt, der hier immer ist, Primark, also ziemlich zentral. Also das nur so, wie heißt das Parkhaus jetzt, wo wir drin stehen? Moyenhof. Moyenhof, genau. Oder so ähnlich. Mal. Oder so ähnlich. Moyenhof. Wie man das. Junggesellenabschied möchte. Hier gibt es einen ganz coolen Shop. Schaut euch mal die Strohhalme an. Ja, finde ich ganz lustig gemacht. Gibt es hier auch noch allerhand andere lustige Artikel, aber die fand ich jetzt irgendwie besonders witzig. Haben wir hier tatsächlich so die Schirmchen hängen? Das haben wir schon auf Bildern gesehen von San Juan, wo wir dann eigentlich nächstes Jahr dann auch unsere Kreuzfahrt starten, hoffentlich. Aber hier haben sie das jetzt auch in Enschede. Thank you.
Amerika-Fans wie uns haben wir jetzt hier voll was Cooles gefunden, so einen Laden. Hier gibt es alle was amerikanische Schokolade, verschiedene M&M-Sorten, die es so bei uns nicht gibt. Das ist in der Milky Way. In der Salted Caramel. Ah, auch ganz andere Sorten. Allerdings muss man natürlich auch sagen, die Preise. Also ich weiß noch, wir haben solche kleinen Tüten aus New York, verschiedene Sorten mitgebracht. Und da haben wir die an so Straßen, bei so Straßenkiosk, hätte ich was gesagt, die so typisch sind für New York gekauft. Da haben wir für so eine Tüte irgendwie nicht mal oder knapp einen Dollar bezahlt. Und hier sind die dann 2,99. Aber gut, es muss ja auch importiert werden. Aber ist schon ganz lustig, was es hier so gibt. Echt lustige Sachen für jemanden wie mich, der mit CBD-Produkten handelt. Ist sowas ja auch mal witzig. Oder irgendwie mal irgendwann wieder auf Messen oder sowas stehen darf und man dann Getränke oder was anbietet, dann kann man das damit sicher kombinieren. Holland und es war so toll, es war einfach ja so entspannt, niemand oder fast niemand lief dann mit Maske rum, es waren wirklich wenige, die eben noch eine Maske um hatten, weil da ist ja eben diese Maskenpflicht nicht und das war so schön, einfach in die Läden, man hat da richtig gestöbert, ich hatte auch Bock zum Stöbern und überall so auch die Krimskramsläden durchzugucken, da haben wir dann noch was für unsere Bar gefunden, so hier für Eiswürfel in Flamingo-Form und so Untersetzer. Also wirklich so intensiv mal mehrere Stunden Kram bummeln. Das, was ich hier nicht mehr mache. Also hier gehe ich vielleicht mal, wenn mir ganz langweilig ist, bei schönem Wetter einmal durch die Stadt, gehe mal schnell durch ein Geschäft, guck grob drüber, was ist da? Aha, nichts, nee, da gehe ich wieder raus. Ne? Und in Holland, das war einfach mega. Und dann waren wir halt noch bei zwei Brüdern drin, haben noch ein bisschen sowas gekauft und vorher noch in so einem kleinen Laden, der bei uns ziemlich direkt hinter der Grenze ist. Ja, und mein Highlight für heute sind die Disney-Schuhe mit Mickey. Ja, auf jeden Fall hatten wir einen richtig tollen Tag und jetzt werden wir noch schön grillen.